So, willkommen zur dritten und letzten Aufwärmrunde mit dem HQ-Blitz mit den Japanern. Gehen wir mal rein. Letzte Runde war ja ziemlich geil, hat ziemlich gut funktioniert. Und eigentlich ist das Deck darauf ausgelegt, dass, wenn ich die Kontrolle verliere, dass ich noch Damage mache mit meinen Abilities. Aber zumindest hier in diesem Aufwärm-Match, in diesem Bot-Match, hat das so auch ganz gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir dann in der Realität kämpfen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auf jeden Fall. Geilste Karte ever. Zumindest für meine Strategie. Okay. Dann müssen wir die ja nicht als erstes spielen. Wenn irgendeine Unit von mir zerstört wird, kriegt das HQ-Schaden. Wir rushen ja, also rushen wir auch. So, der kann die ja nicht in der ersten Runde zerstören. Es sei denn, er hat, die Russen haben so Sichel. Eine blutige Sichel oder sowas, dann können die einen Schaden. Ja, das ist alles deine Schuld. Oh no. Okay. Jetzt hätte ich so geil im Panzer spielen können, weil wenn ich Infanterie habe, dann kriegt der Operation Cost 0, dann hätte ich einfach durchfahren können. Ging nicht. Okay, dann müssen wir jetzt den spielen, einfach mal nichts machen. Schade, 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 schade. Okay, was macht er? Er hat Blitz. Nun gut, nun gut. Dann gucken wir mal. Die kriegen wir direkt weg. Wir haben 2, 3, 1. Gut. Ja, wäre mir egal. Ich will auf jeden Fall die Frontline behalten. Ich könnte ihn jetzt auch umbringen, aber das wird er wahrscheinlich machen. Es sei denn, der spielt jetzt noch eine Sichel. Bitte nicht. Nochmal jinxen. Er spielt einen Guard. Frage ist, was macht er hiermit? Gar nichts. Okay, sehr gut. Joint Operations. Deal Damage to Target Unit equal to 1 plus unterschiedliche Typen. Wäre dann 3, oder? Ja. Das wäre dann 3. Okay, wir haben schon, zweimal Airblitz hier. Wir können die pinnen. Ich will aber auch. Ja, okay. Die Strategie des Decks sieht vor, dass wir jetzt da durch müssen. Auch wenn das ein scheiß fieser Guard ist. Ich kann den nicht angreifen, weil der Guard hat. Also immer wenn er Schild da ist, kann ich hier nicht ran. Ich muss ihn hier umbringen. So, jetzt habe ich 2 Unit-Typen. Jetzt könnte ich die Runde noch den Schaden machen. Ich könnte den eigentlich nur auf 1 erhöhen, wenn ich jetzt noch einen Bomber spiele, den ich im Deck habe. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen spiele ich den jetzt auch. Okay, dann let's go. Und wenn der stirbt, sorgt er dafür, dass das HQ wieder Schaden kriegt. Also kriegen wir durch den Guard durch schon mal Schaden. Zum Beispiel jetzt. Ja. 3 Damage. Hat er noch nicht weggekriegt. Sehr gut. Hiermit könnten wir Ground Units pinnen und einen Schaden machen. Das heißt, hier würden wir schon durchkommen. Das ist schon mal gut. Der macht random 2 Schaden. Jetzt muss ich leider nichts tun und die Credits verschenken. Ja, okay, dann ist er weg. Das ist sehr gut, weil das... ich hoffe, du siehst das jetzt. Ja, sieht man. Der dealt 2 Damage zu einem Random Enemy. Der Random Enemy kann auch das Hauptquartier sein hier. Und da er ja gestorben ist, hat der ganze Schaden, ist der ganze Schaden aufs Hauptquartier. Alter, ich habe ja 3-mal Airblitz drin. Ja, dann muss ich jetzt 2 spielen, ne? Er hat 4 Karten, ich habe 3 und keine Unit, aber ich kann pinnen wenigstens. Das ist eine Artillerie, die kann über die Frontline hinweg schießen und kriegt, wenn sie angreift, keinen Schaden zurück. Es sei denn, ich greife sie im Nahkampf an. Yo. Der pinnt einfach alle. Das ist schon ziemlich geil. Machen wir das so. Und er wird halt umgebracht auch noch. Kriege ich schon mal keinen Schaden und kann ihn noch mal hier raushauen. Es sieht aber trotzdem nicht so geil aus,
weil ich ja keine Einheiten mehr habe, ne? Scheiße. Hierfür brauche ich Einheiten, also Japanese-Einheiten in der Frontline und hier kann ich nur eine eigene Einheit von mir zerstören. Vielleicht können wir es über Retaliation machen. Kann ich nichts tun. Kein so guter Draw. Jetzt gibt es erstmal richtig einen drauf. Punkt hat er 6 noch. Okay, die Artillerie kann auch noch reinhauen jetzt. Und er spielt einen. Okay, das müssen wir über Retaliation machen wahrscheinlich. Blitz, okay. Dann ab in die Frontline und Karten ziehen wie der Teufel. Zieh trotzdem nochmal, wer weiß, wann ich die nächste Gelegenheit habe. Der ist ganz gut, den lasse ich auch hinten stehen, weil wenn er hier eine Order spielt, also so eine Art Zauber, sowas wie blutige Sichel eben, kriegt er 2 Schaden am Enemy. Akku, passt auch sehr schön ins Deck. Und jetzt habe ich noch 2 hiervon. Deal 2 Damage to a random enemy. Da könnte ich auch noch das HQ erwischen. Deswegen spiele ich die beiden erstmal und mache sonst gar nichts. Weil das HQ kann ich sowieso nicht mehr angreifen, weil hier so ein Guardpanzer, ein Heavy Guardpanzer gespielt hat. Boah. Mit Armor sogar. Schade. Er weiß, was los ist. Und er kommt nach vorne, okay. Jetzt wird es aber knapp. Er kann keine. Er kann keine Ability spielen oder. Order. Keine Order spielen. Ich kann eine Einheit zerstören, um noch mehr Karten zu ziehen. Dann mache ich das und hoffe, er kriegt Schaden. Dann kriege ich nochmal ein paar Karten und vielleicht sogar einen Treffer. Ja, geil. Sehr geil. Das war richtig geil. Und jetzt wird's heftig. Also ich habe Retaliation. Das spiele ich jetzt schon mal. Das heißt, der Schaden, den er mir macht, kriegt er auf jeden Fall zurück. Jetzt kommt es nur darauf an, in welcher Reihenfolge er angreift. Also wenn er mit denen angreift, habe ich gewonnen, weil er sich dann selber umbringt. Boah, ist das krass jetzt. Ach, guck mal. Ich kann mich selbst mit denen umbringen. Dann ist es egal, mit wem er angreift. Okay, dann sterben die. Er hat nur noch 1. Und ansonsten... spiele ich die jetzt einfach. Und wenn er mit irgendeiner Einheit mich jetzt angreift, dann ist er tot. Geil. Das ist richtig geil. Das liebe ich so an dem Deck. Das ist richtig cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das in der Außenwelt schlägt. Okay. Letzte Vorbereitungsrunde. Ich fühle mich auch bereit. Klar, wir haben jetzt nur gegen Bots gespielt, so, aber ich habe richtig Bock. Wenn du auch Bock hast, schreib es in die Kommentare und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde, wo wir dann mal gegen echte Leute spielen. Ja, schön, dass du dabei warst, wie immer natürlich und bis zur nächsten Runde. Ciao.